Ich kann die Musik nie nebenher beihören. Ich kann nicht Radio hören und Auto fahren und so weiter, sondern ich muss dann Auto anhalten, um die Musik zu hören, weil sie mich so elektrisiert. Schon als Kind war Carsten Russ fasziniert von Musik. Seit knapp 2 Jahren teilt er seine Leidenschaft für die Musik in der Landeskirche Braunschweig. Wichtig ist mir von Anfang an meines Musikerlebens, Musik mit anderen zu teilen. Das sage ich auch meinen Schülern. Wir proben nicht fürs Zimmer, sondern wir möchten mit den Menschen agieren. Und das ist ein Vorhaben, das ich mir vorgenommen habe in der Landeskirche. Ich möchte möglichst mit allen zusammen musizieren, die Musik vor Ort unterstützen. Mir geht es im ersten Teil darum, dass Menschen einfach gerne singen dürfen, auch wenn sie vielleicht nicht viel gesungen haben oder vielleicht nur unter der Dusche oder im Stadion. Sie dürfen einfach mit mir zusammen diese Musik erfahren. Eigentlich möchte ich den Sonntaggottesdienst fördern, das gemeinsame Musizieren mit wenig Hürden. Menschen sollen einfach gerne dazukommen. Für mich wäre es ein schöner Gedanke, wir würden während des Gottesdienstes unsere Kirchentüren einfach offen halten. Die Menschen würden vielleicht hören, dass Musik da ist, kommen dazu und sie singen miteinander. Carsten Russ gibt sein Wissen in Workshops und Coachings weiter. Sein Ziel dabei? Ich möchte gerne immer unwichtiger werden in meiner Funktion. Ich gebe gerne Anstoß. Aber dann möchte ich anregen dazu, Mensch, macht es doch weiter. Ich glaube, das Miteinander teilen, das gemeinsame Musizieren wird euch beschenken und alle, glaube ich, auch in der Gemeinde.